Codemasters. Film Studios. Ambix. Da Ambix. Was auch immer das bedeuten soll. Das ist ein O. Das ist ein L. Das ist ein E. Das ist ein R. Das ist ein... Das ist Overlord. Oder nee. Roerg. Overlord. Sag ich doch. So. Profil. Ja. Gut. Also ich habe jetzt Rising Hell gestartet. Nicht das normale. Ja. Bin noch mit drin. Also man muss auch beide installiert haben. Habe ich zumindest mitbekommen. So. Ja, auf legendär, klar. Ich kenne das Spiel absolut nicht, ich mache auf legendär. Ist okay. Wer ist es? Reit dem Säul in die Augen, damit er wach wird. Guten Morgen. Meister, das Böse steht euch gut. Machen wir uns auf den Weg. Es gibt Schändliches zu tun. Ich spüre, wie das Land vor Furcht erzittert. Okay. Ich bin Knarr, Schergenmeister und treuer Diener der Dunkelheit. Ja, erzähl weiter. Die Unschärfe wird vergehen und eure Muskeln werden wieder geschmeidig. Ihr habt sehr lange geschlafen. Echt? Wie lange denn? 2 Stunden? 3 Stunden? 4? 5? Oh. Diese Höhle ist die Brutgrube, Meister. Heimat und Geburtsort der Schergen. Nun, da ihr hier seid, könnt ihr Schergen durch dieses Schergenportal rufen. Seht euch die bösen Gesichtlein an, bereit auf euren Befehl zu plündern und zu zerstören. Ja, ich bin ja gespannt, wie sehr ich mit der Steuerung klarkommen werde. Folgt mir, wenn ihr die Feinheiten des Kampfes und der Schergensteuerung kennenlernen wollt. Wenn ihr allerdings lieber gleich etwas zerschlagen wollt, treffen wir uns besser oben im Thronsaal. Ja, nee, ich verfolg dich schon, keine Sorge. Oh, ich darf. Nicht Trost haben. Oder kann ich das irgendwie... Nee. Ja, ihnen keine Aufgabe gibt. Also da zumindest ist nicht. Spiel. Nö. Als Overlord müsst ihr mehr tun, als Feuerbälle zu werfen und Chaos zu stiften. Das echte Böse braucht Können. Und vielleicht ein bisschen Machtlust. Herr Röschen ist wohl ein bisschen eingerostet. Meine Mutter ist eingerostet. Was? Unser Hofner. Ich hätte ihn schon lange ins Jenseits befördern sollen. Lehrt ihn Respekt vor dem Overlord. Warum ist das Leertaste? Und jetzt nochmal, haltet euch nicht zurück. Ja, so langsam kommt es zurück. Das Böse vergisst man nicht einfach so. Kommt schon, Metallklumpen. Zeigt mir, wie böse ihr seid. Genau, so ist es richtig. Aber ernsthaft, warum ist es Leertaste? Hey Prinzessin, ihr bewegt euch wie ein toter Dachs, aber ihr riecht schlechter. Ihr könnt ihn nicht erreichen. Eure Schergen müssen das für euch übernehmen. Nein, warum? Hey, ihr solltet euch besser Oberlam nennen. Oh, es wärmt mein dunkles Herz, sie so herumrennen zu sehen, wie sie versuchen, sich gegenseitig zu töten. Ruft eure Schergen zurück, Herr.
Restlick wahrscheinlich wieder. Ja. Hey, Herr Overlord, zeigt mir, was böse ist. Wenn ihr wollt, dass eure Schergen einen komplizierten Weg verfolgen, müsst ihr sie leiten. Ja, die rechte und linke Maus, das gedrückt, bewegt die Maus anschließend hin zum Narren. Scheiße. Oh. Ach du Kacke. Das nennt ihr böse? Overlord, total überschätzt. Lasst ihn nicht entkommen, Herr. Lasst eure Schergen ausschwärmen. Ich wette, er nässt sich ein. Die Rechnung, den man so die Maus anschließt. Ja, hab ich doch. Hi. Oh, alles tut mir weh. Ihr seid jetzt bereit, Meister. Folgt mir in den Thronsaal. Das Böse erledigt sich nicht von allein. Ihr könnt ihn gern noch ein wenig verprügeln. Nö, lass mal. Außer ich habe irgendwas davon. Lasst mich in Ruhe, Herr! Muss mich erholen! Bitteschön. Ein böser Turm braucht einen bösen Narren, Herr! Tötet mich nicht! Okay. Euer Thronsaal, Herr. Leider kann man heute keine Bastion des Bösen errichten, ohne dass elende Helden versuchen, sie zu zerstören. Der letzte Haufen war besonders lästig, hat einfach euren Vorgänger getötet. Jetzt seid ihr ja da. Das Böse findet immer einen Weg. Sie haben auch den Großteil des Turms zerstört. Das ist nur ein kleiner Rückschlag für die Kräfte des dunklen Herrn. Ihr seid der neue Overlord. Baut den Turm wieder auf, bestraft diese sogenannten Helden und errichtet ein dunkles Territorium. Dies ist das Turmportal, Herr. Leider fehlt seine Energiequelle, das Turmherz. Das wäre ein Brunnen. Aber es ist noch etwas Energie übrig. Gerade genug, um euch dorthin zu transportieren, wo sich das Herz zuletzt befand. Wenn ihr bereit seid, Herr, tretet durch das Portal. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Euch zum Gruße! Okay. Weisester Meister! Wächter des zerstörten Turms! Also man kann sich sofort umdrehen. Cool. Weisester Meister. Halt die Klappe. Ah, ihr habt das Tor erschritten, Herr. Und wie kommst du hierher? Diese ruhige Wildnis, so ländlich und idyllisch. Ist das nicht abscheulich? Versucht nicht einzuatmen, Herr. Diese Tore sind alte geheime Verbindungen zwischen eurem Turm und diesem Land, durch die ihr Schergen rufen könnt. Im Moment könnt ihr nur Braune rufen. Ihr müsst die anderen Schergenstämme finden, bevor ihr sie herbeirufen könnt. Vielleicht finden wir in dieser grünen Grässlichkeit auch einige unserer gestohlenen Turmobjekte. Die braunen Schergen sind die wichtigsten Kämpfer. Sie sterben gern für euch. Hä? Braun, grün, rot und blau gibt es anscheinend, okay. Ich finde, das Spiel sieht aber hübsch aus. Auch, ne, dafür, dass es halt eben wirklich alt ist. Bis jetzt noch nicht wie alt, aber, ne. Ah, mit Tab. Braun, rot, grün, blau, okay.
Diese flauschigen Kreaturen wissen kaum, dass sie leben. Aber ihr könnt Lebenskraft aus ihnen ernten. Vergesst nicht, Lebenskraft entspricht Schergen. Kehrt zum Portal zurück, um weitere zu rufen. Ihr müsst eure Armee aufbauen, Herr. Ja. Ruft am Tor weitere Schergen herbei. Mal gucken, ob ich alle Schafe habe. Da habe ich noch ein Schaf. In den Urnen da vorne ist vielleicht etwas Nützliches verborgen. Die Schergen mögen nichts lieber als Dinge zu zerschlagen. Außer natürlich Dinge zu töten. Wieso? Ich habe zusätzlich Kampfkraft bekommen. Okay, danke. Sag mal. Dumme, nutzlose Kreaturen. Ah, 15 Maximum für mich derzeit, okay. Hier kommen wir nicht weiter, aber gemeinsam sind wir stark. Schickt all eure Schergen zu dieser Säule. Zusammen können sie sie bewegen. Okay. Das Spiel erinnert mich dezent an Pikmin. Dahin. Hallo, da, hallo, das da. So. Auf, ihr verfaulten Fleischklumpen! Macht euren Meister stolz. Alles klar, Kevin. Oh, Halblinge haben meine Farm übernommen. Haben mich in der Sonne festgebunden. Jetzt haben sich die Kürbisse gegen mich verschworen. Was? Sie wollen sich für all die Kuchen rächen. Und die Suppe, die ich gemacht habe. Und die Eiscreme. Ich höre sie bei Nacht flüstern. Aber die Halblinge bekommen meine Farm nicht. Oh nein, sie sind noch übler als die Kürbisse. Helft mir, meine Farm zurückzubekommen. Eure Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, oder? Nö. Sogar die Vögel lachen über mich. Sie haben sich mit den Kürbissen verschworen. Erstmal muss ich mich hier durcharbeiten. Sie schreien. Die Kürbisse schreien. Sie haben Angst. Zerstört sie, zerstört sie. Meine Farm! Naja, eine zerstörte Farm ist mir lieber als eine, die nach Halbling riecht. Diese Typen würde man sich auch nicht zum Kaffeekränzchen einladen. Das sind elende Tyrannen. Töten, töten, töten! Huhu, jetzt hat es. Ihr solltet besser mal losgehen. Der Pfad hinter meinem Haus führt nach Rauschingen. Ich wette, ihr trefft auf weitere von diesen fetten kleinen Dämonen. Also passt auf. Okay, okay. Ich bleibe hier. Ich baue meine Farm wieder auf. Ja, viel Vielleicht Spaß. Vielleicht züchte ich jetzt lieber Gurken. Ja, Gurken reden nicht so viel. Das wäre schön. Lass die Schergen oder die Bombenbrücke aufschwellen. Okay. Mach mal kaputt. Die Scherge nehmen automatisch alles Nützliche mit, das sie finden. Und oft auch Unnützliches. Aber sorgt euch nicht. Eure Waffen und eure Rüstung werden speziell für euch in der Schmiede hergestellt. Oh. Euch würden wir kein gestohlenes Zeug auftragen lassen. Oh nein. Mit den Pilzen. Seht ihr die Wolken, die von den toten Halblingen aufsteigen? Das ist böse Energie. Sie sammelt sich in allen bösen Geschöpfen. Ihr werdet noch mehr darüber hören, Meister. Okay. Schön, dass du mir so dein Tutorial die ganze Zeit, Das Totherz. Die Halblinge müssen es zum Züchten von Kürbissen verwendet haben. Die kleinen Narren haben keine Ahnung von seiner Macht. Schafft mir die Kürbis aus den Augen und dann bringen wir es zurück in den Turm. Also es kommt wirklich nah an Pikmin ran. Eure Schergen tragen es für euch, Meister. Als Overlord müsst ihr nie irgendetwas Schweres durch die Gegend schleppen. Ich hab dann einen Baufällig mal. Okay. Arbeit, Brücke fällt.
Hier sind wir. Schön, vorsichtig. Ja. Eigentlich müsste ich den Stream umbenennen. Verdammt. Die Schergen haben eine Abkürzung gefunden. Müsste den Stream umbenennen. Moment mal kurz. Wie Pikmin, nur böser. Hab ich so bisher gedacht. Ich denke es. Von daher passt der Streamtitel jetzt. Ulf, nicht schwächeln! Gunther, du stützt doch nur eine Kralle darauf ab! Warte mal, gibt es auch Overlord Hellraiser? Warte mal, Overlord. Ich muss kurz Kategorie, ob es doch die andere gibt. Rising. Ne, gibt es nicht. Es gibt nur die eine. Gut, das wollte ich schon mal herausfinden. Robo, hilf gefälligst beim Tragen, du nutzlose Eiterbeule. Aber echt, ey, helft mal mehr. Macht er gut. Stolz auf euch. Es ist zurück, wo es hingehört. Dies ist das Herz des Turms. Ihr braucht es, um euer dunkles Territorium wiederherzustellen. Es ermöglicht es euch, den Turm jederzeit aufzusuchen und bietet Zugang zu allen Ressourcen des Turms. Und seht, es hat euch anscheinend eine kleine Gabe verliehen, Herr. Ihr könnt jetzt 10 Schergen kontrollieren. Wow. Und es scheint, einen seiner Zauber behalten zu haben. Den Feuerballzauber. Der robuste kleine Kerl hat es geschafft. Ich werde euch später lehren, wie ihr ihn einsetzt. Aber es ist unbedingt erforderlich, dass ihr weitere Turmobjekte findet. Ein Kran wäre besonders praktisch. Dann könnten wir hier aufräumen und einige Räume öffnen. Was sonst noch Wünsche? Leider bin ich nicht mehr der böse Kerl, der ich einmal war. Ich ertrage das satte grüne Gras unter meinen Füßen und das Vogelgezwitscher in meinen Ohren nicht mehr. Ich suche mir besser eine dunkle Ecke und etwas, auf das ich einschlagen kann. Ich bleibe hier. Durch das Herz kann ich direkt mit euch sprechen, Herr, und sehen, was ihr tut. Kehrt euch das Tor in das Halbling-Territorium zurück. Euch zum Gruße! Ja, ja. Findet einen Kran. Okay, findet einen Kran. Stehen immer die Sachen, die ich brauche. Bei Zügeland. 1, 2, Test. Funktioniert das Ding? Es ist ein bisschen schmutzig. Ein bisschen. Könnt ihr mich hören, Meister? Nein. Ah, da seid ihr ja. Herr, die Kreaturen hier sind sehr aufgeschlossen. Sie haben das Gebiet ohne Zweifel wieder bevölkert. Ruft einige Schergen zusammen und dann auf nach Rautschingen. Was für ein widerlicher Name. Oh, ich freue mich jetzt umso mehr auf Dungeons 4. Ganz dezent. Halblinge im Anmarsch, Achtung! Halt! Das sind keine Halblinge. Seht euch den mit dem Helm an. Das könnten 2 Halblinge in einer Rüstung sein. Ja, garantiert. Ich traue diesen miesen kleinen Typen nicht. Ihr da, beweist, dass ihr keine Halblinge seid und befreit unsere Leute aus dem Lager dort unten. Wenn ihr doch welche seid, bleibt wo ihr seid. Ich ziele. Seit Lord Rauschingen weg ist, sind wir die letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie reinlassen. Doch, im Feld. Gierige kleine Halblinge. Wendet den Feuerballzauber auf den Weizen an und röstet sie wie Spanferkel. Danke, Shibi. Warum macht es keinen Spaß?
Was? Das macht keinen Spaß. Oh. 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 Gut, also, ne? Danke fürs Geld. Weil du dich auf etwas anderes. Achso. Nee, ich freue mich auf Dungeons 4. Weil wenn ich jetzt schon immer so höre, hier diese, ne, weil man da ja auch das Böse spielt, ist auch dezenten Humor hat. Sehr guten Humor. Und Rufus der Erzähler ist. Deswegen freue ich mich drauf. Also, ne, es war nicht negativ gemeint. Oh, Spanferkel. Ja, Meister. Noch mehr Halblinge. Röstet sie. Ich meine, ich habe auch ganz kurz die... Ich habe von Dungeons 4 halt eine Demo. Ich habe eine Mission gespielt, dachte ich mir so, nein, ich kann nicht weiterspielen. Ich will das selbst voll erleben, wenn das Spiel draußen ist. Lass es dir schmecken, Shibi. Brennt. Eine Sache noch, Herr. Durch das, sagen wir mal, willkürliche Töten von Unschuldigen nimmt eure Verderbtheit zu. Ist doch gut. So erhaltet ihr mehr böse Energie und werdet stärker. Aber für einen langfristigen bösen Plan ist diese Vorgehensweise nicht geeignet. Dafür braucht ihr Menschen, lebende Menschen. Dankbarkeit zahlt sich eben auch aus. Ihr habt uns gerettet. Ups. Die Halblinge können uns nichts mehr tun. Rauschingen ist zwar noch frei, aber einige unserer Brüder befinden sich in einem Arbeitslager ein Stück von hier entfernt. Nachdem dieser Halbling Wilfried Wanz von seinen Abenteuern zurückkam, nannten sie ihn einen Helden. Ab da lief alles total verkehrt. Wilfried war mal klein. Sogar für einen Halbling. Aber er entwickelte einen immensen Appetit. Jetzt ist er riesig. Einmal hätte er mich beinahe aufgefressen. Seine Handlanger haben unser Essen gestohlen und uns gezwungen, auf den Feldern noch mehr für Wilfried anzubauen. Wilfried will alles. Ach, keine Ahnung. Dies Bild. Ist eine alte Blutgrube, Herr. Ihr könnt hier Schergen opfern, um eure Gesundheit zurückzugewinnen. Nö. Sorgt euch nicht, eure Schergen sterben gern für euch. Sie sind sehr loyal. Achso, hier kann ich neue holen. Cool. Was haben wir denn hier oben? Eine Mana-Grube. Ich habe seit Jahren keine mehr gesehen. Hier könnt ihr Schergen opfern, um euren Mana-Vorrat aufzufüllen. Mana. Bipi, bipi, bipi. Mana. Bipi, didi. Mana. Okay, dafür brauchen wir die Wasser. Ja, das wird zu tief, sehr schnell. Wollte nicht links machen, sorry. Links Angriff und rechts zurückholen. Ich dachte, das brennt jetzt ab. Aber denken ist nicht wissen. Das muss das Arbeitslager sein, von dem Sie gesprochen haben. Seid vorsichtig, Lord. Sie werfen Steine, wie primitiv. Sehr schön. Oder haben die irgendwas? Nee, das sieht nichts aus wie gefallen gelassen.
Guck mal da. Seht her, ein Rat. Eure Schergen können Räder drehen. Meistens geschieht an etwas. Nehmt so viele Schergen wie möglich mit. Halblinge sind zwar klein, aber sie sind zäh. Ist gut, cool, dass sie mir auch mit der Zeit upgradet werden, also ne, sich selber upgraden. Da geht's dann wahrscheinlich weiter und hier gibt's noch Schafe und so. Und Huhn. Und ein bisschen Leben für mich und mehr Geld. Ich höre niedere Kreaturenblöcken, Milord. Für euch. Dankeschön. So gütig. Sklavenlager. Was finden wir jetzt hier? Okay, man kann hier zurück zum Turm. Alles klar. Nö, ich wüsste nicht warum. Angriff von hinten. Wo kommt der denn her? Da liegt doch noch was, irgendwas Glitzerndes. Nein, nein, komm zurück. Darf ich mit dir reden? Vielen Dank, Herr. Ihr solltet wissen, dass das Lager dort von Steinwerfern verteidigt wird. Ja. Die hätten wahrscheinlich jetzt mit uns gesagt, jo, wir werden überfallen oder so, keine Ahnung. Irgendwas. Ihr solltet sie besser überraschen. Wie überrasche ich sie? Ich will da anfeuern. Ach, Ivo, komm. Hier, wo, da. Angriff ist die beste Verteidigung. Au, Stein. Darf man wohl keiner was haben? Doch. Nein, ich habe einen verloren. Hey, lasst uns raus! Da drüben sind noch mehr Gefangene, aber sie werden von einem großen Troll bewacht. Oh. Befreit uns, bitte! Ja, mach schon. Wir helfen euch, ihn zu erledigen. Danke. Warum solltet ihr sterben, wenn andere bereit sind, es für euch zu tun? Angst und Ehrfurcht? Können hilfreiche Güter sein, Herr? Ah. Das können wir noch nicht öffnen, das können wir nur von der anderen Seite machen. Da drüben sind noch mehr Gefangene. Aber sie werden von einem großen Troll bewacht. Da sind mehr Kisten.
weiß ich, warum mehr Angriffskraft, weil wenn die Items aufheben, kann so eine höhere Itemskraft. Ah, Lebenskraft, ja. Bringt uns hier raus! Ja. Auf ihn! Ja, dann geht mal. Er hat meinen Bruder gefressen. Bringt uns hier raus! Es gehört mir. Kann ich hier auch einfach nur drüber laufen, dann heben sie es auf? Nee. Schade. Kiste? Geld, okay. Das heißt jetzt einfach nur das da. Oder wo gibt es hier die... Nee. Hier befreie ich euch. Hier. Unser Befreier! Hey, wir brauchen diesen Kahn nicht mehr. Nehmt ihn. Das ist ja unserer. Verdammte Kreaturen. Komm mal wieder kurz mal her. Lasst ihn von den Schergen zum Wegpunkt-Tor bringen. Ja, kommt mal zurück. Da. Hurra! Wir sind frei! So ein Glück! Auf geht's! Auf nach Rauschingen! Und jetzt ein Feuerball rein. Ah. Gibt's eine Taste für alle? Ups. Wenn wir alle losschicken einmal, dass ich nicht immer linke Maus, dass er gedrückt halten muss. Ich finde zumindest keine Einstellung für die Steuerung. Passiert, ich habe nicht aufgepasst. Ich war kurz abgelenkt. Achso, Mana. Aufgedreht, aber ich will noch gucken, ob ihr die Sachen jetzt hier aufheben könnt. Nee, wollen sie nicht. Das wollen sie dann auch nicht. Okay. Ach, dann sind wir jetzt hier. Hi. Das heißt, wir haben hier alles abgeschlossen. Außer es... Nö, ich sehe nichts. Wo kommt ihr denn her? Haut jetzt ab. Okay. Ey, kämpf doch. So, mal ganz kurz. Gleich wieder da. Moment. War nur ganz kurz.
Also demnächst gibt's Essen, ne? Von daher werde ich gleich eine längere Pause machen werden. Ja, Matches, wie geht's dir? Kannst endlich wieder bei mir zugucken. Ja, wo ist denn Rausching jetzt? Oh, guck mal, da ist es. Nein. Ich habe noch kein Jackbox. Deswegen steht er da, ne? Entweder, weil, ne, ich werde es mir nicht leisten können. Mein ganzes Geld ist alles verplant. Besucht das Dorf Rausching. Ja, wo ist denn das Dorf Rausching? Jungs, Leute. Hilfe. Von dort aus kam ich. Ach so, ich muss dahin wieder. Gut. Jackbox konnte ich nicht vorbestellen und ich hatte das Geld für Lords of the Fallen. Das war mehr geplant. Es war so ein Spiel, wo ich mir sagte, das ist etwas, was für mich höher auf der Liste stand. Und durch die Twitch-Einnahmen konnte ich es mir erst leisten. Hi. Ihr habt uns gerettet. Unsere Jungs sind in Sicherheit. Gut gemacht, my lord. Yay. Plündert mal. Plündert. Alle Kisten. Ah, schön zu sehen, dass jemand zur Abwechslung mal Spaß hat. Ein ziemlich wilder Haufen, nicht wahr? In Ruboria kennt man mich als Herzschweiner und ist unter dem Schlafen. Aber hier bin ich einfach atem. Matches Programm mit Shelly 1991 circa Irum. Alle Farmen geplündert. Danke, Matches. Standen alle in Rauschingen vor meiner Haustür. Ich wurde Bürgermeister. Ich habe Getränke, ja, aber kein Essen für sie. So, ich brauche ein paar... tapfere Ritter, die den Halblingen das gestohlene Essen wieder abnehmen. Stimmt, das ist dieselbe Stimme wie vom Bürger. Fliegt im Osten. Sie haben wohl alles dorthin gebracht. Geht! Ein voller Bauch für uns bedeutet volle Taschen für euch, wenn ihr versteht. Ah. So, plündert. Plündert, überall. Ah, es riecht nach gebratenem Halbling. Ich bin ein bisschen, meine Halblinge, meine Frauen hier sind etwas besoffen teilweise. Passt doch auf, was ihr tut. Was sie wo? Ja, alles neu machen. Ich schaffe hier gerade Arbeitsplätze. Öffne das Tor. Lass es dir schmecken, Matches. Hey, das ist nicht nett. Was? Ich hole gleich die anderen Jungs. Ja, mach doch. Das Tor noch geöffnet. Ja, da ist noch mehr. Ach, man hätte auch von anderer Seite hinkommen. Wäre hier hingekommen. Ist es normal, dass das Haus jetzt so ein bisschen raucht? Ja, dann gerne. Kann alle Häuser von... Oh. Ah, ich verstehe.
für den Meister. Ne, da ist nichts. Ein da, plündert. Gut, dadurch, dass ich bis mit den Häusern jetzt weiß. Oh, sorry. Wie gesagt, ich schaffe Arbeitsplätze. Bin ich schon erst? Okay. Warum seid ihr eigentlich hier? Weil wir es können. Schloss Rauschingen wird belagert. Es brennt. Die Dämonen, sie kamen direkt aus der Luft. Die Frau sagte, wir sollen laufen. Also bin ich gelaufen. Und ich habe mich nach nichts und niemandem umgesehen. Auch nicht, als das Geschrei losging. Ich gehe garantiert nicht zurück. Nö, komm mal her. Das machen wir später. Ich mir erstmal nur hey, ein Tor. Würdet ihr diese Kreaturen verkaufen? Kommt drauf an, was du ich mir gibst. Ich glaube, ich muss euch mal übers Knie legen. Oho. Alles töten, alles zerstören. Ich maximal upgraden. Und mich auch. Mir alles Geld geben. Da noch. Hey, würdet ihr diese Kreaturen verkaufen? Ah, du kannst sie aber nicht kontrollieren. Schön rein da. Na toll, noch mehr Unordnung. Arbeitsplätze. Auch Rechte. Ja, ich habe auch das Recht, hier das zu machen. Euch in unserem Dorf anständig. Ja, keine Sorge, mache ich. Ist schon anständig. Ich helfe euch bei der Ernte. Was habt ihr denn? Ich hatte gerade so schön aufgeräumt. Nicht mein Problem. Ich wette ein Fass Bier, dass unser Essen im Halblingdorf im Osten ist. Ja, wenn ich wüsste, wo hier Osten ist. Gut. Da... Machen wir mal hier eine Pause. Ne, etwas länger. Gut, dann bis. Ich weiß nicht, wann es gespeichert hat, von daher mache ich das dann nicht. So, dann hören wir uns in der Zucker. Wir hören uns 3/4 Zucker wieder. Bis gleich. Wir können weitermachen. Ist es soweit? Und ich muss zum Osten raus. Hey, Vorsicht! Du Vorsicht. Ich bin vorsichtig. Ich hatte gerade so schön aufgeräumt. Wir haben auch. Ich schiebe, ich glaube, man kann hier nicht speichern, aber danke dafür. Jetzt hier Osten. Sieht mir so aus, hier sind Halblinge. Ihr macht alles kaputt. Dann trotzdem, danke dafür. Okay, gut. Das zum schon checken, ne? Kaputt. Tötet sie. Draußen. Ja, da sind Kisten. Ja, ich habe das mit DLC gestartet. Deswegen steht auch Rising Hell. Ich habe mich daran erinnert, dass du das gesagt hast. Auch wenn ich keine Ahnung mehr habe, was der Unterschied war. Inwiefern ist es etwas komplizierter gemacht gewesen, hä? So, einfach nur beide Sachen installieren und das DLC starten.
wünsche, es gäbe wirklich eine Taste, um halt eben alle loszuschicken gleichzeitig. Muss mal Linksklick gedrückt halten. Ja, dann sich diese Störung ja nicht wild. Ja. Oh, da haben wir ein Dörfchen. Ah, oh, ich find's jetzt nicht so wild. Es gibt Schlimmeres. Ey, keine Musik hier spielen. Oh. Ups. Sieht so aus, als ob die da unten ein Fest vorbereiten. Beeilung, Meister. Das möchte ich nicht verpassen. Ja, ich will mitfeiern. Ich nehme mich nicht mehr an 4, immerhin ist schon 15 Jahre, dass ich das gespielt habe ohne DLC. Das ist ein bisschen Zeit, Herr Shibi. Gucken wir uns erstmal um die hier. Wie, der ist nicht tot. Mach den Stampfer. Schön. Ah, die können auch über 200% an Angriffskraft kriegen. Alles klar. Er ist etwas verhindert gemacht zum Anfang als Elite. Ah, das ist klar, Dragoon. Ja, manche DLCs sind da etwas seltsam. Vor allem, ich verstehe nicht, wo man... Obwohl, ne, wenn man mitbekommt, wie klein Halo, ne, Rising Hell ist, das ist nun mal ein Drittel so groß wie das Hauptspiel, sollte einem da schon vielleicht etwas seltsam vorkommen. Aber zum Beispiel, Commander Conquer Kains Rache zu spielen, besitzen... Brauchst du auch Tiberium Wars Feuer? Ist auch etwas seltsam. Krieg mal aus. Na, viel Spaß beim Pissen. Das Haus hat mal kaputt. Das da hatten wir was. Und jetzt können wir das hier noch machen. Sieht so aus, als ob ihr in eurer großartigen und beeindruckenden Gestalt dort hineinpassen würdet, Herr. Dankeschön für den ganzen Loot. Quartier. Ich denke mal, wir kommen so oder so dann wieder hier raus. Also von daher ab rein hier. Das Spiel ist echt alt, ne? Baby. Ich hab das Spiel komplett verpasst, also ne. Blindert. Brandschatz. Ja, keine Ahnung. Esst auf. Was nicht nied- und nagelfest ist. Ist aber schön geeitert und man kann es heute noch spielen. Also bis jetzt, ja, kann ich zustimmen. Der Humor ist bis jetzt auch ganz angenehm. Nur würde ich gerne mal, ne, es fehlt einige Quality of Life Sachen, die es, im späteren, also in Overlord 2 höchstwahrscheinlich dann gibt. Aber ich bin mal gespannt. Seid leise, Meister. Ihr dürft diese Halblinge auf keinen Fall wecken. Echt nicht? Ja, ich habe einen verloren.
Und ich würde gerne mal sehen, wer... wegen die Upgrades ne, von denen selber. Dass man das... Das müssen wir einfach besser hinkriegen können. Dass man genau weiß, dass die da hingehen, die was zum Upgraden brauchen, wollen, können. Ne? Oder einfach nur rüberläuft, dass die dann hinterher wackeln und dann selber da dann reingehen und aufsammeln, wenn sie es können. Ja, sowas halt eben. Muss man die ganze Zeit gucken. Zerstört mal den ganzen Rest hier. Soweit es geht. Ab damals war sie schon froh, dass die Viecher nicht erlaubt irgendwo durchgeklippt sind. Ja, das glaube ich auch. Ja, das Spiel ist nun mal halt eben wirklich alt. Ne? Von daher muss man mit dem das schätzen, was man hat. Das sind doch Fallen. Dieses elende Gewürm scheint die Halblinge nicht zu mögen. Sie sind sich zu ähnlich. Ich würde gerne... Danke. Lauft er da hoch? Kommt mal her. Ich würde die gerne angucken, aber ich darf nicht. War's, okay. Oder wenn sie die mit Wicken schickt, werden die sowas auch machen. Muss auch mal aufrüsten. Ja, ne. Geht halt eben. Oder einfach mal alle losschicken, ne? Weil jetzt immer Dingsdicke rückzuhalten, ist halt eben echt, ne? Doof. Kling? Ja. Die Halblinge haben überall Löcher. Versiegelt sie und haltet dieses abscheuliche Ungeziefer auf. Hier hätte ich auch hin müssen, um das Tor zu heben. Alles klar. Geht auch mit gedrückter mittlerer Maus. Echt? Nö, passiert nichts. Mittlerer Maus, das macht rein gar nichts. Ihr habt euren Spaß unten. Ihr wollt davon nichts haben. Okay. Was haben wir denn da? Schönes Geld. Da mehr als. Sind da 5 oder sind da 6 dran? Wo sind die denn schon hin? Eine schöne Wegstrecke. Sind 6 dran, okay. Zahl, die dabei steht, ist immer das Minimum. Meist kannst du aber. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen.
Höhlen zerstört. Linkslein. Bitte, holt uns doch hier raus. Benutzt das Rad da drüben. Ich versuch's. Einer der Halblinge hat gesagt, wir würden Wilfried zum Abendessen serviert. Oh, ich will nicht gefressen werden. Oh, vielen, vielen Dank. Hey, die Halblinge haben eine Menge Essen hier heruntergebracht. Sucht ihr danach? Auf geht's, zurück nach Krauschingen. Oder wenn die Feinde in meine Nähe kommen, dass sie halt jemand automatisch angegriffen werden, als Beispiel. Ja, die werden angegriffen und lassen sich aber davon einfach nur, ja, vernichten. Ist auch ein bisschen nervig. Aber gut, ne, das Spiel ist 15 Jahre alt. Aber es hätte man wahrscheinlich gar nichts gesagt. Also, ne. Da krieg ich denn aber nur zwei mit. Jetzt habe ich mehr. Was habt ihr schon gemacht? Oh. Es wird gesagt, die Viecher sind um. Ja, stimmt auch wieder. Ah, ihr habt nichts hier drin, okay. Ohne Befehle machen die Viecher einfach gar nichts. Die Steuerung vom Spiel ist auch wirklich sehr, 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 sehr simpel. Sieht so aus, als ob ein unachtsamer Halbling das Rad beschädigt hätte. Ihr müsst die fehlenden Speichen finden, damit ihr es verwenden könnt. Ja, man kann es ja auch nicht nur mit zwei verwenden, theoretisch. Level ist größer, als ich dachte. Ein sehr, sehr großes Haus. Holy shit. Morgen aufwachen. Hätte man schon einen Bunker, ja, es ist heftig. Töten, töten, ja, zerstören. Zerstören und töten. Das Einzige, was ihr theoretisch könnt. Naja, und Sachen zu mittragen. Und Sachen aufheben. Und natürlich darf ich ihn nicht runterfallen, einfach. Ja, gut. Und es fehlt ein Sprintknopf, weil das ist doch schon echt relativ lahmarschig. Gut. Ja, relativ, in Anführungszeichen. Nicht gerade das Schnellste, aber nicht das Langsamste. Checkpoint. Also so eine Art Checkpoint. Oh, ich darf hier nicht runter.
Ist gar nicht so leicht mit der Steuerung. Dann da rein. Los, der soll da oben rein. Danke. Spiel ich auf böse oder gut? Was? Keine Ahnung. Wieder auf, das hier. Ich hab keine Ahnung, ne? Gut, jetzt benötigt ihr 12 Schergen, um es zu drehen. Wow. Was für ein wundervolles Exemplar. Sicherlich über Jahre hinweg gezüchtet. Man möchte es am liebsten zerschmettern. Ah. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. War kaputt? Damit könnte ich dann mehr tragen. Oh Gott, das ist doch jetzt ewig weit weg, wo die jetzt hintragen. Aber hatten wir nicht noch eine Stelle, wo wir ab... Nee. Es war immer nur geradeaus. Ihr verfügt jetzt über 15 Schergen. 15! Ein Schaf wäre froh, wenn es so viele Gehirnzellen hätte. Wie viele Gehirnzellen hat denn so ein Schaf? 14? Na dann, dreht. Okay, mehr wollen nicht drehen. Alles klar. Partie Halblinge 2. Oh, Alter. Das ist echt ein langes Quartier. Ich frage mich ja, was das Maximum ist. An Viecher, die ich haben kann. Wir haben das Nest gefunden, Herr. Vorsicht! Schreckt sie nicht alle auf einmal auf. Sonst stecken eure Schergen innerhalb kürzester Zeit in einem Topf. Du. Mergun schrieb vorhin, in beiden Games kann man sich durchaus entscheiden, wie man spielt. Also bis jetzt habe ich alle Menschen überleben lassen. Wenn das zählt. Ich weiß immer noch nicht, was man mit dem Geld anfangen soll. Sollt ihr Ratten bitte nicht töten? Okay, dann jetzt doch. Wo
Problem ist, ne, ich komme hier absolut nicht runter. Nur die dürfen runter. Achso, hier dürfen. Ah, okay. Manti schreibt, Mist, Manti ist eingepennt, aber ich bin heute so müde. Ist doch okay, Manti, du hast doch nicht viel verpasst. Warum nicht? Das sind doch schöne Pelzhüte, die für dich jagen. ich weiß nicht, ob das schöne Pelzhüte wären. Ja, schön, dass die da unten einfach gar nichts von der Meute hier oben mitkriegen. Du Idiot. Nee, Chibi, ich spiele auch so eine Lautmusik ab. Wieso denn Chibi? Warum nicht du? Chibi hat noch nie was davon abgespielt. Außer das. Ach, von hier aus käme ich dann überall. Ach, wann ist denn okay? Ja, wollte schon sagen. Oh, da ist der Koch. Da war der Koch. Oder ein Koch. Ein Koch. Mit Mana wieder auffüllen. Ich weiß nicht, wie man mit dem Mana, also damit richtig zielen soll die ganze Zeit. Gar nicht so leicht. Ah, die macht das Eis hier weiter kaputt. Die beschreibt, ich höre eigentlich auf mäßiger Lautstärke. Bin etwas empfindlich auf den Ohren und das noch ein bisschen. Ja, das hat es ja schon mal. Das ist ja schon mal leider gesagt. Das ist echt scheiße, wenn sowas passiert, ne? Ihr habt es gefunden. Rauschingen ist gerettet. Vielen Dank. Wenn ihr das Essen einfach hier abstellen könntet, wir bringen es nach Rauschingen. Okay, alles klar. Dieses Essen würde euch eine beträchtliche Menge an Lebenskraft einbringen, Herr. Ihr könntet ihnen das Essen überlassen. Geht einfach zu der Plattform und lasst eure Schergen das Essen dort ablegen. Wenn ihr richtig böse seid, könnt ihr es natürlich auch behalten. Meins. Aber dann darf es keine Zeugen geben. Wie kann es keine Zeugen geben? So, ich muss. Herzloser Schurke, wir verhungern. Ja.
Verhungere auch. Sind wir den Elfen nur den ganzen Weg zurück, ne? Sag einfach, das Essen war nicht da. Haben sie schon alles aufgegessen. Ach, bis hier nur tragen, okay. Mein Trinken läuft aus. Alles klar, weiß ich Bescheid. Dragoon, danke. Komme ich hier schneller wieder raus oder komme ich... Ne, nur zurück zum Turm. Ich muss ja noch die Feier zerstören. Stimmt, ich respawn, ja. Und raus hier. Anscheinend ist dieser Held Wilfried tatsächlich gewachsen. Ach du Scheiße. Vor allem in die Breite. Aber sein Musikgeschmack ist wirklich eine Schande. Ey, ich habe kein bisschen Musik gehört, also von daher kann ich ja absolut nichts dazu sagen. Noch nicht, alles klar. Na dann. Ach, die Kürbisse kaputt. Den Meister. Und wer ist der Meister? Ich bin der Meister. Sieht so aus, als ob Wilfried davonlaufen will. Nun ja, davon war schon. Eure Schergen sind ganz verzaubert. Das ist schon beeindruckend. Vielleicht sollten wir ein wenig bleiben und mitfeiern. Oh, meine Füße, Meister. Ich kann nichts dagegen tun. Oh, ich tanze. Ich tanze. Die Guten sterben oft zu jung. Oh, wir werden diese Musik immer in unseren Herzen tragen. Ihr könnt diesem Schmalzkübel erst folgen, wenn ihr das Rad repariert habt, Herr. Macht kaputt einfach. Wie bist du da hochgekommen? Oh, ich hab noch einen verloren. Ich muss das Rad jetzt reparieren, so. Ja, hier. Ach Gott. Ich hab ganz schön viel Lebenskraft. Ihr seid nicht feuerfest, Meister. Lasst euch von den Roten helfen. Ihre Haut kann die Flammen absorbieren. Ich hab noch keine Roten.
Und wahrscheinlich noch die andere Richtung. Da ist dann das andere Teil. Würde ich einfach nur so schätzen. Nicht zu viel feiern, zerstören. Okay, da wo die Häuser offen sind, da kommt Verstärkung raus. Okay, die zu sind, einfach zerstören. Ja, trink das Bier, ist okay. Das Haus hat. Das Haus hier unten haben wir noch nicht zerstört, ne? Richtig. Schon wieder jemand gestorben. Die her? Ah, nee. Hä? Das Haus ist da kaputt. Auch kaputt. Warum alle die daher kamen? Hi. Ah. Ihr wart nicht feindlich? Oh. Wusste ich nicht. Mein Fehler. Wo waren denn nicht feindlich? Sind immer noch alle Halblinge feindlich? Oder nicht? Das sind Mäs. Tote Mäs. Vielleicht, wenn ich noch nicht ganz offen war, hat das Game. Ah, okay. Verstehe. Mir war dadurch realisiert, dass es. Ja, gut, ein bisschen ausgenutzt. Unbeabsichtigt. Ah. Einen aufgeblähten Halbling. Damit könnte man 100 Schergen füttern. Die Roten, diese Halblinge verwenden sie dazu, das Kochfeuer anzufachen. Sie kontrollieren die Flammen wohl mit diesem Rad. Hätte doch eine Schande, wenn jemand das Rad drehen würde. Also wenn ich am Rad drehen würde. Ja, das weiß ich, Dragoon. Das wurde ihnen eher beigebracht direkt am Anfang des Spiels. Ich bin nur zu faul, immer mit das zu drücken. Aber trotzdem, danke. Wo sind die jetzt hin eigentlich? Ja, pinkert hier auf das Gitter, was dann runterläuft in die Suppe da. Ihr könnt doch da hoch. Warte, weiter. Egal.
Oh, da ist er. Du hast einen wunderschönen... Ja. Wilfried ist jetzt echt groß. Marotte-Dekolleté, genau, danke, das ist... Nein, das bin ich eingefallen. Komm her. Oh, halt still! Essen! Bitte nicht essen? Essen! Ich will essen! Ich kann, stimmt, ich kann ja immer noch. Ja, ich habe gleich sehr viele meiner Schergen verloren, weil ich jetzt nicht wusste, wie und so, ne? Schon sagen. Ja. Ja, okay. Lass den platzen wie einen Ballon. Will ich das? Konzentrierte böse Herr. Er sammelt sich in jenen mit einem besonders bösen Charakter. Jetzt, da ihr mit Wilfried fertig seid, solltet ihr unsere feurigen Freunde suchen gehen. Lecker. Sehr lecker. Wenigstens kann ich hier neue Sachen holen. Geh weg. Abgeben. Ach, doch, da holen. Da hast du Mitleid? Wieso? Mit dem er deine... Ach so, mit dem der... Die nimmt Säure. Die haben, mein Auge auch mit Säure ausgesäubert. Also von daher... Hast du schon... Kümmert euch um sie und sie kümmern sich um euch, wie in einer großen Familie. Oh. Wie erwähnt, sind Rote immun gegen Feuer und verfügen über einen mächtigen Fernangriff. Sammelt einige Rote um euch her. Wenn ihr eure maximale Hordengröße bereits mit den Braunen erreicht habt, könnt ihr sie am Tor austauschen. Ihr sollt ein wenig üben, Meister. Wählt eure Roten aus. Lasst ihn jetzt zu der Feuerbarriere da drüben ausschwärmen. Rote! Das ist rote Lebenskraft, Herr. Damit könnt ihr weitere Rote um euch scharen. Yeah. Das ist das rote Schergennest, Meister. Ruft genug Rote zusammen, um es zum Wegpunkttor tragen zu lassen. Aha, Mausrad geht auch. Oh, Fernkampfangriff, cool.
schaff das. Nee. Nur ihr Gesundheit, Dankeschön. Tut mir leid. Hui. Danke, danke, danke. Wo war das? War ich. Da war das. Rote. Braune. Braune. Dann holt das mal. Gibt's hier? Hier gibt doch einen Weg, aber der ist versperrt. Ja. Oh. Ich hab nicht auf mein Leben geachtet. Ich dachte jetzt so, okay, ja, vielleicht kann ich einfach so rübergehen oder so, aber nee. Okay. Müssen wir es halt nochmal machen. Rote, kümmert euch um sie und sie kümmern sich um euch. Sammelt einige Rote um euch her. Wenn ihr eure maximale Hordengröße bereits mit den Braunen erreicht habt, könnt ihr sie am Tor austauschen. Ihr sollt ein wenig üben, Meister. Wählt eure Roten aus. Das ist rote Lebenskraft, Herr. Damit könnt ihr weitere Rote um euch scharen. Ah. Ja, wir sollten definitiv hier aber das gehen. Das ist das rote Schergenest, Meister. Ruft genug Rote zusammen, um es zum Wegpunkt-Tor tragen zu lassen. Rote, Rote. Also, keiner darf auf Lava treten, außer die Roten. Den Meister. Für euch. Für mich. Da frage ich mich, was die blauen und was die, die andere Farbe macht. Namen schon wieder vergessen. Fragen, nicht angreifen. Danke. Dragoon, das ist auch keine Frage, dass du es mir beantworten sollst, sondern einfach eine rhetorische Frage für mich selber. Beweg dich doch. So, die Feinde im Weg. Oh, gut getroffen. Ja, geht das? Die perfekte Gelegenheit, eure Roten an diesen Halblingen zu testen. Echt? Ruf die Roten vom Nest zurück und lass das Resten und Sterben beginnen, Herr. Nett. Ah, so geht's wieder auf. Ah. So komplex für alle. Okay. Verstehe.
Adieu. Finde ich auch schön. Wir müssen zerstören. Ups. Wollte ich nicht schlagen. Okay. Ja, dann macht das mal das weg. Mara, führ doch bitte mich richtig hin. Danke. Ist da noch was? Ja, da ist noch mehr Geld. Dann war's das jetzt. Ja, wo sind sie bisher hin? Von hier könnt ihr sie nicht erreichen. Ihr müsst die Routen so positionieren, dass sie sich schön grillen können. Mit Q Wegpunkt setzen. Dann greifen die auch nochmal. Was? Oh! Wie mache ich den Wegpunkt zu? Achso. Okay. Roten ausbewegt zur günstigen Position. Herr, ihr könnt dafür sorgen, dass eure Schergen ihre Position halten, indem ihr Sammelpunkte setzt. Ja, ich würde es gerne nur mehr, damit besser klarkommen. Ich kann ich auch bewegen. Ja, drück Q. Ja. Dann. Ups. Ich meine, ich komme nicht dahinter. Ja, oder zack, das ist wieder hier vorne. Solange sie die Köche zurückhalten, könnt ihr die Braunen zu diesem Feuerrad schicken. Rote, Rote! Rote! Ihr macht das schon jetzt einfach. Ihr wählt alle. Wir haben Flammen und ein Gemetzel gesehen. Gut gemacht, Herr. Meine, ich hätte mich auch hier unterstellen können. So ist es nicht. Das hat auch noch mal nicht gespeichert. Ja, dann gib mal ab. Na ja, dann. Zurück zum Turm. Yeah.
Mit dem Kran können wir jetzt den Turm wieder aufbauen, Herr. Dieser Kran ist genau richtig. Eure Schergen öffnen das Verlies. Seht es euch an. Es ist so wohltuend. Ihr könnt dort unten gegen so ziemlich alles kämpfen, sofern ihr es zuvor bereits einmal besiegt habt. Ave! Caesar? Anführer der Feurigen! Ja, und sonst? Sprengmeister von Wilfried Wanst! Willkommen in der Brutgrube, Meister. Das Turmherz ist nicht nur die Hauptquelle für die Macht eures Turms. Es enthält auch Informationen zu euren Schergen. Hä? Berührt es einfach. Geboren, verloren, lebendig. Ah. 6% Verdorbenheit. Da haben wir Feuer, ja. Da haben wir gar nichts. Das ist für die Braunen. Die braunen Schergen sind am robustesten. Kampf. Sie schrecken vor keinem Kampf zurück. Scheißhaufen ist das. Es ist schwierig, sie zum Aufhören zu bewegen. Die Braunen kämpfen so gerne, dass sie auch viele verschiedene Objekte als Waffen einsetzen. Euch zum Gruße! Ja, du mich auch. Anführer der Feurigen! Genau, geht es zum selben Ort hier? Wenn ihr an eurer Kampfeskunst arbeiten wollt, Herr, ist dies genau der richtige Ort. Viele der Gegner, die ihr vernichtet habt, werden im Turm nachgebildet. Nee, danke. Euch zum Gruße! Was mache ich mit dem ganzen Geld, was ich sammle mit der Zeit? Gibt es später noch irgendwelche Upgrades Anführer oder so? Anführer der Feurigen! Ah. Das war... Komm mal, dem müssen wir jetzt dahin. Und hier runter, ne? Das ist neu. Die Götter haben bestimmt ein Herz für uns arme Bauern. Dank ihnen können wir unserem dunklen Overlord entkommen. Das muss ein Weg sein. Ein Weg in den Himmel! Bekommen wir Flügel? Ich will Flügel. Gibt es da Flügel? Hoffentlich gibt es da Flügel. Warum Los, sollte es jetzt schon kurz... Befreien wir uns von dem scharfe mordenden, Kürbisse zerschlagenden Overlord. Soll der Overlord sein verdammtes Essen doch selber anbauen? Ich gehe dahin, wo ich einen Heiligenschein bekomme. Und Flügel! Vergiss nicht, es gibt Flügel! Ich hatte einmal Flügel. Davon habe ich Ausschlag bekommen. Aber Herr, ihr müsst euer böses Reich zusammenhalten. Ihr könnt nicht einfach eure Untergebenen weglaufen lassen. Das schadet eurem Image. Findet heraus, wohin sie gehen und haltet sie auf. Aber Frage, warum soll ich es betreten? Kannst du ja schon kurz betreten? Nee, ja, ich wüsste keinen Grund, warum. Wenn es DLC ist, dann werde ich es ja dem erst später machen. Weggelockt statt auf Interesse für einen Turm. Findet mir ein bisschen Frau raus. Ihr habt Babys das Essen weggenommen. Hört ihr, kleinen Babys? Ist mir doch egal. Ich hatte gerade so schön aufgeräumt. Ich hätte Hunger. Ihr seid schlimmer als die Halblinge. Nein. Wo ist das nächste Tor? Ich glaube, ich muss euch mal übers Knie legen. Ja, mach ruhig.
Hier sieht es ein bisschen brennend aus. Nicht mal 1000 Halblinge könnten so viel Schaden anrichten. Der Geruch von Magie liegt in der Luft und das ist nicht gut. Herr, ihr solltet das näher untersuchen. Ah. Gesundheit. Irgendjemand hat genießt. Brauche ich definitiv meine Feuereinheiten. Du bist ein großes Vieh schon. Sammelt das doch einfach auf. Warum muss ich euch den Befehl dafür geben? Und hier unten noch alles zerstören. Hier sieht wunderschön aus mit den Töpfen obendrauf. Oh. Ah. Danke fürs Geld. Für euch. Für mich. Oh. Wäre doch nicht nötig gewesen. Könnt ihr das ausmachen? Tatsächlich. Jetzt muss ich immer drauf achten, nicht die falsche Taste zu drücken. Weil, hoch. Der war sicher nicht von hier. Ich frage mich, ob die Frau, von der dieser schwätzende Bauer sprach, hinter all dem steckt. Die macht Schaden. Taste nehmen, Zirkumflex ist die Taste hier. Deswegen muss ich mal ein bisschen drauf achten. Ihr solltet einen anderen Weg nach drinnen finden, Meister. Raute! Ja, macht doch einfach aus. Dann haben wir doch einen anderen Weg nach drinnen. Alle. Greif die doch bitte an. Braune, ihr wählt alle. Ah. Danke fürs Trinken. Lecker. Ich weiß nicht mehr, was es ist, aber es schmeckt lecker. Müsste Holunderblüte sein? Wenn ich mich nicht täusche. Naja. Ab rein hier. Oh. Okay. Mit der Maustaste kann ich auch alle auswählen.
Oh mein Gott. Glaube ich, sollte ich hier noch nicht hin. Bin mir aber unsicher. Die Gegner sind doch ein bisschen zu heftig. Ja, ja. Nee, ich hau ab. Also zumindest kommt mir so vor. Ho, ho, ho. Hilfe. Wenn ich erstmal die Anfangsmap ein wenig erkunden, da ist... Ja, deswegen haue ich hier auch wieder ab. Wo meine ganzen Einheiten wieder so nicht mehr ausgerüstet sind, ne? Hört auf! Womit? Ja, kann ich mir Mana wiederholen? Das hatten wir schon mal hier. Genau das Gebiet hier, da wollten wir da wieder. Da kann ich hin. Vorsicht! Das ist das einzige Stück Land, das wir vor den Halblingen retten konnten. Aber bis zur Ernte dauert es noch Monate. Bis dahin sind wir verhungert. Da draußen sind immer noch Halbling-Patrouillen unterwegs. Sie scheinen etwas in der alten Werkstatt versteckt zu haben. Ey, das da draußen sieht aber schon sehr reif aus. Ich weiß nicht, inwiefern das noch reifer aussehen könnte, aber... Hm. Wo sind denn alle? Ich hab nur zwei. Macht das Feuer da drin aus. So, da kann ich welche holen. Würde gerne mal wissen, wo er ist. Ich helfe euch bei der Ernte. Diese Wurzeln, hohoho, sowas habe ich noch nie gesehen. Diese Elfen haben ihren Wald einfach nicht im Griff. Diese Wurzeln machen uns alles kaputt. Der Wald ist total verrückt. Das ist nicht normal, sage ich euch. Ich hab's mit Abschneiden und Anzünden versucht. Nichts hilft. Das ist Elfenmagie, diese seltsamen, spitzohrigen Wegelagerer. Ja, okay. Da haben wir Tor. Ja. Machen wir runter. Und ihr macht mal hier einfach. Plündert mal. Plündert, was das Zeug hält. Ups. Auszusehen. Venus-Taste gedrückt. Nee. Und auch so sind. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ups. Ja, reitet. Reitet die Schafe zu Tode.
Das wollte ich nicht. Sagt der größte Bus. Na ernsthaft, wo ist der letzte Rote? Wo ist der hin? Ein Feuerzeug ist alle. Ah. Oh, bleib hier. Ah. Na, dann laufen wir mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich da lang gehen soll oder da lang. Lieber Lords of the Freunde, wusste ich auch nicht, wo ich lang gehen soll. Route. Oh Gott, das kann jetzt ein bisschen dauern. Matches, lass es dir schmecken. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Ja. Auch immer du bist. Kann ich da mein Gold reinschmeißen und krieg irgendwelche Upgrades? Ja, lauf weiter. Oh. Halblinge, schließt die Tore! Verdammte Feiglinge! Schnell, sucht einen anderen Weg. Dann überlegen wir uns, was wir mit diesen nutzlosen Gestalten tun. Naja, Matches, entweder ist es seitdem, ne, entweder jemand schenkt mir Blackbox. Oder es wird Gus Gustag. Andere Möglichkeit wird es wahrscheinlich nicht geben. Oh. Ja gut, ne? Richtig, Shibi, richtig. Nee, warte, bevor er daran geht. Er brennt ihn. Einfach kein Leben mehr. ja. Sword hatte ich noch von runter gemacht. Hallo? Ihr könnt das Tor nicht bewegen oder was? Hallo? Das könnte vielleicht funktionieren. Ah, ja gut. Oh, ja, so geht's natürlich auch. Ja. Jetzt sind doof.
Ja. Okay. Oh, natürlich starte ich hier. Hört auf! Ich brauche Leben. Granaten, das war Steinwerfer, Schiebi. Das sind keine Granaten, das sind Steine. Ich hole gleich die anderen Jungs. Ja, hol die anderen Jungs. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Die Klappe. Ich hole gleich die... Vorsicht! Das ist das einzige Stück Land, das wir vor den Halblingen retten konnten. Aber bis zur Ernte dauert es noch Monate. Bis dahin sind wir verhungert. Da draußen sind immer noch Halbling-Patrouillen unterwegs. Sie scheinen etwas in der alten Werkstatt versteckt zu haben. Findet den ersten Schmelzofen. Ah. Aber wenn ich einfach zurück zum Turm gehe, habe ich ja wieder volles Leben. Egal, ob die sterben. Euch zum Gruße! Oder was Leben haben. Dann holen wir... So. Ich weiß nicht, was das heute ist. Oh. Ich glaube, ich habe viel zu viel Lords of the Fallen durchgesuchtet. Ah. Passt doch auf, was ihr tut. Aber am Montag geht's ja weiter. Hey, das ist nicht nett. Also ich habe für nächste Woche einen ganzen... Ja, sollte gut geplant sein, hoffentlich. Hoffentlich auch klappen. Viel Spaß, Schäbi. Mensch, wenn mir das Spiel Spaß macht, dann suchte ich's. Inwiefern habe ich... Objekt. Ich mag Objekte. Schön, dass du Objekte magst. Ja, am Anfang war ich von Lotto sofort echt so... Ja, okay, aber... Es ging dann echt gut. Ja, ich versuch's. Diese Wurzeln. Ja, schön. Schenke ich euch. Ich weiß nicht, ob die meine Nahkämpfer an den Gegnern sterben. Oder am Feuer. Scheiß Bock.
Ah, nee, da sind noch mehr. Es wundert dich, dass Lords of the Fallen auf Steam bloß eine ausgeglichene Wertung hat. Haben die Leute hier bei Armacord Schwierigkeit mit dem Tutorial? Wollen so viele Leute Hype-Games spielen, vergessen aber die Soulstack-Komponente? Viele Spieler haben Probleme, dass das Spiel abstürzt. Kann ich verstehen, dass dann eine schlechte Bewertung dadurch geben. Ich habe in meinen Komponenten, und die haben teilweise auch bessere Komponenten als ich, wo ich mir so denke, okay, warum habt ihr Absturz? Ich hatte keinen einzigen Absturz, es lief alles einwandfrei. Dann war das noch, dass einige das Gameplay nicht mögen, wo ich mir auch so denke, das ist doch, es ist null schlecht. Also nee, ich verstehe die meisten negativen Bewertungen einfach nicht. Die Abstürze, ja klar, kann ich verstehen, dass man dann halt eben dann ne, negativ drauf ist. Aber nur weil man das Gameplay nicht mag. Ja, ne, es ist halt eben so, ne, kann ich nicht empfehlen, weil ich das nicht mag. Also unter Gründen auch schreiben, aber einfach nur sagen, es ist Spiel ist scheiße, das ist dann so. Dragoon, das Tutorial kannst du nicht überspringen. Aber was ich ganz verstehe, wenn, ne, beim ersten Playthrough, ja, und dann, wenn sie sagen, dass das New Game Plus scheiße ist, und das verstehe ich, dass das, was sie da an New Game Plus ändern, ist nämlich, es ist unerhört, dass, ohne da einen Spoiler zu machen, okay, ne, jeder Souls-like hat Leuchtfeuer, Bonfire, Ort der Gnade oder in dem Spiel sind es Überreste, wo du dich ausruhen kannst, woanders hin teleportieren kannst, etc. Und im New Game Plus wird diese Mechanik weggenommen. Und ich denke mir so, warum? So. Ich verstehe es nicht. Jetzt bewegt euch doch. Danke. Ja, es ist ein Hardcore-Modus, kann man so sagen. Ich würde es verstehen, wenn man es halt eben so als optional machen kann, dass man halt den sagt, okay, man hat hier, hier Challenge-Mode. Ne? Hast keine Bonfire, keine Überreste, keine. Ne? Aber das standardmäßig im New Game Plus zu haben, das ist, also, ne, dass alle dazu gezwungen werden. Ne, so, du selber kannst ja dir selber sagen, okay, ich nutze es nicht, ne? Aber dass jeder dazu gezwungen wird, ist einfach so. Aber ansonsten, ne, das Spiel ist absolut solide. Also, ich kann da wirklich, ne? Ich hatte wirklich viel Spaß. Nur sonst hätte ich es nicht so durchgesuchtet. Summ. Gibt es dann irgendwie einen Endring? Wieder auffüllbare Heilung fühlt sich. Ja, genau. Es gibt. Ne, jetzt mehr dazu erzählen wäre einfach Spoiler. Ne, deswegen sage ich dazu nichts weiter. Ne, weil du willst das Spiel selber noch spielen. Von daher will ich absolut nichts dazu sagen. Außer, dass es halt mit New Game Plus, das ist jetzt nicht wirklich ein. Es ist ein Spoiler, was New Game Plus fehlt, ne? Aber das war es auch schon wieder. Ja, ja, gut. In der Hinsicht ist es ein Spoiler. Ihr habt einen Schmelzofen erhalten. Weitere Schmiedeoptionen sind verfügbar. Matches, du denkst da leicht etwas in eine andere, falsche Richtung. Deswegen, ne, ich kann es nicht spoilern, aber. Du hast freiwillig gefragt. Gut, dann erzähle ich dir freiwillig, dass du kannst dir selber deine Leuchtfeuer setzen. Allerdings ist der, wenn du den woanders hinsetzt, ist der vom vorherigen weg.
Das heißt, ne, du kannst dir klar, wenn du die Samen findest, kannst du die überall hin platzieren, wo es eine Stelle gibt. Allerdings kannst du sie halt eben nicht nutzen, um halt eben zu einem anderen wieder hinzureisen. Ne? Die sind einfach weg, das ist das Problem. Deswegen, so, das, ne. Zum Ofen würde ich dir gerne einen Tipp geben, also schau ihn kurz mal im Turm an, alles klar. Da, zum Turm. Recherchen haben die Turmschmiede geöffnet. Aber lass dir das mal selber angucken. Wird dorthin gebracht. Besucht die Schmiede, dunkler Herr, und erzeugt Waffen und Rüstungen, die eines Overlords würdig sind. Okay, lass mich erstmal Hilfe selber angucken. Ah, die Schmiede, Herr. Hier wurden Waffen geschaffen, die Trollkönige vernichten können, und Rüstungen, die sogar den Atem eines Drachens abhalten. Gunther wurde zum Schmiedemeister befördert. Er wird euch herumführen. Okay, Gunther. Der Ofen wird aufgeheizt, Herr. Folgt Gunther in die Schmiedekammer. Warum sind hier so viele Türen? Hier könnt ihr neue Objekte schmieden und alte weiterentwickeln. Oh. Okay. Hier könnt ihr neue Objekte schmieden und alte weiterentwickeln. Ihr könnt drei Arten von Objekten schmieden. Waffen, Helme und Rüstungen. Nicht so wendig, aber wirkungsvoll. Scharf und schwer, wendig und wirkungsvoll zugleich. Leichtes und wendigst. Oh. Hier wählt ihr den Materialtyp aus, Herr. Er hängt von den Schmelzöfen ab, über die ihr in eurer Schmiede verfügt. Ihr könnt drei Arten von Objekten schmieden. Waffen, Helme und Rüstungen. Hier könnt ihr neue Objekte schmieden und alte weiterentwickeln. Ihr könnt Objekte mit dem Leben eurer Schergen tränken. Je mehr ihr opfert, desto mächtiger wird das Objekt. Die Kosten und die maximale Anzahl an opferbaren Schergen werden durch das Objekt und das Material bestimmt. Aber übertreibt es nicht, Herr. Vergesst nicht, dass die Schergen eure tödlichste Waffe sind. Brecht also nie ohne sie auf. Okay, ja, braun bringt Verteidigung, die roten Mana. Ihr könnt die grünen Regeneration und die blauen wahrscheinlich maximal Gesundheit jeweils immer dazu. Desto mächtiger wird das Objekt. Außer Helm, da kann sich's falsch machen. Die maximale Anzahl an opferbaren Schergen werden durch das Objekt und das Material bestimmt. Aber übertreibt es nicht, Herr. Vergesst nicht, dass die Schergen eure tödlichste Waffe sind. Ja, halt doch mal die Klappe. Aber wenn ich jetzt einen besseren Helm mache. Er hängt von den Schmelzöfen ab. Da kriegt man noch was anderes aus der Stahl. Ihr könnt Objekte mit dem Leben eurer Schergen tränken. Je mehr ihr opfert, desto mächtiger wird das Objekt. Die Kosten und die maximale Anzahl an opferbaren Schergen werden durch das Objekt und das Material bestimmt. Aber übertreibt es nicht, Herr. Vergesst nicht, dass die Schergen eure tödlichste Waffe sind. Brecht also nie. Kann der mal die Klappe halten? Hier könnt ihr neue Objekte schmieden und alte. Alter! Gott. In dem Jahr. Hier könnt Alter, ihr neue Objekte schmieden und alte weiterentwickeln. Audio. Ja, die Klappe. Jetzt eigentlich. Option. Audio. Oh. So, es bringt mir aber rein gar nichts, jetzt hier irgendwas zu machen, weil, ne. Ich absolut kein. Nur ist alles Stahl und Stahl habe ich ja schon alles. Aber ich könnte mir doch theoretisch einen Stahlhelm machen, der eine bessere Hordengröße gibt, oder nicht? Ja, da siehst du. Das wird teuer. Dragoon, ein Satz, bitte. Der Helm bringt dir jetzt schon was, dann will ich den machen und dann schreibst du, nein, warte. Weiterentwickeln, dankeschön. Okay, gut, haben wir das. Danke, dann schreib das bitte gleich, sofort, zuerst.
Bitte mit Kontext. Gott, ey. Geschmiedert her. Ja, gut. Kann ich jetzt? Jetzt kann ich wieder Audio. Oh Gott. Okay. Das war jetzt irgendwie. Ach, jetzt sagt er nichts mehr. Okay. Wow, plus null. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Dragoon. Dies ist eure Waffenkammer, Herr. Hier könnt ihr Rüstungen und Waffen aufbewahren. Ich hab nichts im Inventar. Okay. Oh Gott, Mann. Willkommen! Ich bin. Anführer der Feurigen. Ich bin ein bisschen ehrlich, ich weiß nicht, ob das Spiel was für mich ist. Es ist immer schön, wenn ihr hier seid, Lord. Aber solltet ihr nicht woanders sein und eure Aufträge erfüllen? Sprengmeister von Wilfried. Ich bin mir sehr unsicher, ob das was für mich ist. Vielleicht ist es auch einfach das Problem, weil ich zu viel Lords of the Fallen gespielt habe, dass ich so, ne, jetzt überspielt bin in der Hinsicht. Ich werde es mir definitiv morgen nochmal angucken, morgen Nachmittag, ob das dann jetzt so eher dann so sagt, ey yo, ist es doch was für mich. Aber jetzt gerade ist so, hängt doch Lords of the Fallen zu sehr ins Gewicht für mich. Von daher würde ich auch für heute erstmal ausmachen wollen. Ja. Ist zwar halt so, ne, auf die Entscheidung auf Kippe, aber ja. Ich lieber eine Pause machen, als jetzt hier zu spielen und merken, meine Laune geht weiter runter. Deswegen, tut mir leid.